Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir haben die zweite Schlacht am Bull Run. Ja, es ist der 28. August 1862. Nach den jüngsten Ereignissen des Halbinselfeldzugs hat Thomas J. Stonewall Jackson ein weiträumiges Flankenmanöver unternommen und unser Versorgungslager bei Manassas Junction überfallen. Unsere Kommunikationswege mit Washington wurden bedroht, weswegen wir gezwungen waren, unsere Verteidigungslinien entlang des Rappahannock aufzugeben. Jackson hat sich einige Meilen Richtung Nordwesten zurückgezogen und wir folgen ihm mit guten Chancen, ihn in eine Falle zu treiben zu können. Ach, es ist eine Bohrmaschine oder sowas. Naja. Gut, ich sage Heinrich, Hauptarmee, zweite Korps, Vorhut. Weil wir da maximal 20 reinpacken können. Dritte Korps ist Reserve. Vierte Korps soll Kanoneninfanteriearmee werden. Aber die sind noch sehr schwach. Das Problem, was ich habe, ist, ich habe kaum Waffen. Ich habe noch über 7000 Mann, ich habe noch über 300.000 Dollar, aber weder mein Waffenlager oder, ja, ich habe keine Waffen mehr im Lager und die Läden sind leer. Ne, ich habe noch von einigen Waffen zwar die Möglichkeit hier 100 und da mal 100, aber da kannst du knicken. Ich brauche irgendwie mehr Waffen. So, Start. Sonst hätte ich noch mehr Leute. Die Halbinsel, der Halbinselfeldzug ist gescheitert und McCallahan hat sich nach Washington zurückgezogen. Unterdessen überfallen die Rebellen unsere Versorgungslinien. Wir müssen nach Norden marschieren und unsere Streitkräfte sammeln. Aha, hier sammeln wir dann unsere Streitkräfte und marschieren weiter nach Norden. Die Konföderierten sind in der Gegend und marschieren Richtung Nordwesten. Es ist wahrscheinlich ihre Kavallerie, die von ihrem Überfall auf die Vorräte bei Madison Junction zurückkehrt. Behalten Sie sie im Auge, aber marschieren Sie weiter. So. Einige unserer Einheiten bewegen sich durch die Stadt Grovetown auf unseren Versammlungsplatz zu. Die Rebellen greifen uns durch die Wälder an. Scheint, als würden wir es mit bitteren, berittenen Plänklern zu tun haben. Wir können diesen Hügel vorrücken und einnehmen. Die Artillerie einnehmen. Ach du Kacke. Und der packt mir einfach irgendwelche Kackeinheiten rein hier. Was soll ich? Das ist alles? Ich habe nur diese fünf Brigaden? Wenn ich nur fünf Brigaden hätte, hätte ich keine Kavallerie genommen. Das ist doch wieder Kacke. Das ist doch wieder Kacke. Jetzt soll man dahin marschieren oder das einnehmen? Bin mir unschlüssig. Wer ist denn hier Nahkampf? Pack die hier erstmal in den Wald. Die 2000 können weiter. Alles kann laufen. Gar nichts Schlimmes. Ich wette mit euch, die sind in der Stadt. Und die sind hier. Wenn nicht sogar schon hier. Komplett in dem Wald. Wir laufen voll in die Falle. Und dann verliere ich fünf Brigaden. Fantastisch. Darauf freue ich mich ja so sehr. Na, kein Schuss. Wir leben noch. Geh mal mit der Kavallerie in diese Richtung. Also, die Zug ziehe ich dahin Richtung Stadt und die können eh nur zu zweit hier in den Wald gucken. Haben wir schon gesehen.
Kanonen nur oder was haben die gesehen? Ja, mehrere Brigaden von Stormwell Jackson gesichtet. Gehen in den schönen Wald rein. Ah, warte mal. Halt, gehen wir zurück. Der Wald war besser. Da holen wir uns die Jäger. Hier, Kanone, Feuer. Schau an, sind zwei Jägereinheiten. Da kommt eine breite Einheit von Feinden. Okay. Sind sie im Fluss geritten, die Fotzen. Nahkampf. Der läuft. Der nächste. Hier auf den da. Halt. Weiter. Auf die nächsten Feuer. Und schön den Jäger in Nahkampf binden. Dann gehen die mir jetzt nur auf den Sack. So, unser Mann läuft. Fantastisch, er läuft auch. Sherman, jetzt hol ihn zurück. Die brauchen wir. Die Jäger müssen sterben. Sherman! Ah, oh, Jackson ist ja auch im Wald. Hallo, kämpfen. Fight for your rights. Oder so. So, den nächsten. Da, Feuer. Oh, der muss zurückkommen. Weißiger, oder wie du heißt da. Mach die doch mal platt, ihr seid in Überzahl. Hier gleich mal auf den Kleinen, nicht, dass der nochmal angreift. Was ist denn los? Mach die doch mal Platz. Tötet die. Kann doch nicht so schwer sein. Ich weiß nicht, was der noch hat. Kannst du dich mal sauber hinstellen? Danke. Warum leben die noch? Kann doch nicht so schwer sein, die zu töten. Ihr seid in Überzahl, verdammte Axt. Tötet die. Ja, bei den Pferden kann ich es noch verstehen. Im Wasser haben wir jetzt nicht so den Vorsprung. Oder sind jetzt nicht so die geilsten. So. Halt und Feuer. Vereinte Kräfte auf den Kleinen da. Hammer. Ich weiß nicht, wo die Kanonen sind. Feuer auf die motiviert. Weiter, vielleicht ist da ja nichts. Ah, oh, da ist doch was. Scheiß Kanon. Krieg ich Verstärkung? Nee. Ich weiß nicht, wo der Motivationsschrei herkam gerade. Ah, da sind Truppen.
Und da Stonewall Brigade, die Stonewall Brigade. Halt. Oh, die Kavallerie muss zurück. Rückfall. Wie soll ich denn das schaffen mit diesen paar People hier? Ich habe ja gehofft, dass hier nichts mehr ist, aber da sind ja trotzdem Einheiten gewesen. Das gibt's nicht. Schieß diese Stonewall-Brigade ins Jenseits, verdammte Scheiße. Laufen. Feuer. Und jetzt auf die da. Los, Kanonen. Haut ab. Haut doch mal ab, ihr scheiß Dreckskanonen. Die Kanonen hauen nicht ab, ne? Jetzt zieht er sich ja wieder zurück. Das ist Kacke. Hier schießt man auf die, die gehen mir auf den Sack. Kanonen, haut ab! Die hauen nicht ab. Nee, jetzt kommen die, das war's. Verloren. Der nächste Tag. Scheiße. Scheiße. 29. August. Stonewall Jackson verteidigt und lässt uns glauben, er säße in der Falle. Solange die Rebellen keine Verstärkung zu erwarten haben, entspricht das auch den Tatsachen. Wir müssen uns auf einen Großangriff vorbereiten. Um jedoch die Initiative nicht zu verlieren, können wir in Wellen angreifen, bis unsere gesamte Armee vollständig einsatzbereit ist. Erste Angriffswelle, zweite Korb, zweite Angriffswelle, Heinrich. Okay. Jetzt, da weiß ich wieder, das hatten wir definitiv in den Konfigurierten. Das war eine Scheiße. Das weiß ich noch. Ich hatte hier mich verteidigt. Das war der letzte Dreck. Weg von den Mauern hin. Vielleicht ist das unser Vorteil jetzt gegen die KI. Wenn die nämlich diese tollen... dass wir nämlich von der Seite schießen müssen. Und damit die nämlich rennen. Der Vorfall bei Borner Farm hat die Position von Stonewall Jackson preisgegeben. Er ist isoliert und versucht nach Süden in Richtung Richmond zu marschieren. Hier vielleicht von hinten kommen.
Oder die Seite. Naja. Er hat Verteidigungslinien entlang des Stone White gezogen, die bei den Wäldern beginnt, ja. Naja, bis da oben hin. Ich kenne das schon. Bis hier hin. Was für ein Kack, diese Ecke zu verteidigen war, das weiß ich noch. Wir könnten aber hier schon von hinten kommen, glaube ich. Na egal. Und bei Sutley Ford endet, bla bla bla. Ja, komm, ich kenne das schon. So, ihre Flanke ist die geeignetste Stelle, um den Angriff zu beginnen. Ja, gerne hier. Von hier die Seite, von hier, von drei Seiten. Schön das Ding aufknuspern. Yummy, yummy. Außerdem sollten wir eine Division entsenden, um die linke Flanke zu schützen. Wir können eine Möglichkeit finden, um von hier aus, Entschuldigung, anzugreifen. Scheiß Schluck auf. General, in wenigen Stunden werden wir unsere komplette Armee ins Feld schicken können und Jackson mindestens 3:1 überlegen sein. Es ist deshalb ratsam, unseren ersten Angriff mit Vorsicht durchzuführen, bis wir mit unserer gesamten Armee vorrücken können. Jawohl. Ach, jetzt kriege ich hier nur wieder dreckige paar Brigaden. Was soll ich damit, Jungs? Achso, ich kann da auch wieder nichts ranrütteln und schütteln. Kann ich den Zug rausnehmen? Haben wir noch was Besseres als den Zug? Irgendwas, was mehr Männer hat? Ich brauche Männer. Männer. Nicht. Pack ich den da rein. Naja, mal noch. Na komm, lass mal so. So, ich pausiere. Die, würde ich sagen, sollen hier in Position gehen. Und wir sollen jetzt komplett das da einnehmen. Bin ich ja mal gespannt. So, ich würde das mal sagen, wir laufen erstmal hier hin. Die Kanonen folgen erstmal hier hin. Ist ja eh ein weiter Marsch. Ach, hier habe ich noch diese scheiß Kavallerie. Ah, oh, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Wir können erstmal dahin marschieren. Gut, fröhliches Marschieren. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Zeit schaffe, da hinzukommen. Na, ja, da haben wir nämlich den Spaß schon. Die sind hier vorne. Oh, halt hier. Du in den Wald. Ich warte auf Kanonenfutter. So. Kanonen hier können erstmal hier weiter. Hier vorrücken, hier. Ja, im Wald müsste er ein bisschen geschützt sein, ne? Die sind ja zu 100%, glaube ich, hier in Deckung. Ach, da fällt keine Sau um. Und halt. Toll, hätte doch hier alles hier hochpacken sollen.
Komm, schieß Feuer frei. Na, 61 Deckung. 75, aber der dürfte gar nichts haben eigentlich. So, der hat 88. Der kann den anderen ärgern, das ist ganz gut. Vielleicht kriegen wir den gleich mit Kanonenfeuer weg. Die Truppen laufen weiter unten lang. Die Kanonen kommen erst morgen an. Ah, hier sind auch welche. Jetzt wird er flankiert. Na, dann läuft doch gleich. Ich versuche ihn schon mal da entgegenzusetzen. Vielleicht hält er ein bisschen mehr aus. Ich weiß nicht, wie ich das einnehmen soll, aber wird schon irgendwie klappen. So wie der Vortag, das war ja hervorragend. Die Schlacht lief ja perfekt. Ah, er läuft, scheiße. Von der Seite nicht weggezogen. Ah, da sind natürlich arschvoll, Leute. Ah, da hinten ist auch Kavallerie. Scheiße. Na, der opfert hier seine Leute, um uns so ein bisschen aus dem Allerwertesten zu locken. Das Einzige, was wir machen können, Kanonen nachziehen, Leute nachziehen. So, da haben wir den ersten Spaß. Aber wie gesagt, ohne Kanönchen mache ich hier kein Dönchen. Ne? Wenn die Kanonen hier angerückt sind, können wir mal hier versuchen. Aber der Tag ist dann gleich rum, also ohne Leute. Ja, die Kavallerie kann ich noch weiter zurückziehen. Oh, warte. Ziehen uns hier wieder zurück. Sollen sie kommen? Der Wald war doch eigentlich ganz gut. 75. Ja, ein bisschen so. Kanone noch nicht da. Halber Tag. Schon die Zeit ist fast abgelaufen. Jetzt nimmt er die Mauer wieder ein. Ach, der sind aber noch da. Scheiße, bleiben zurück. Beheizt dich da nur. Raus. Du hast ihn ja auch im Feuer gezielt, genau.
Ja, bitte auf ihn schießen. So, die Kanonen sind gleich da. Ich mache jetzt was Verrücktes. Glaubt's ja gar nicht. Ich versuche, die Leute hier ranzumarschieren. Und die rücke ich hier hin. Halt. Feuer. Feuer. Der hat auch hier gute Erfahrung. 2 Sterne. Und das waren seine 2 Sterne. Aber er ist noch da. Er ist auch noch nicht weit weg. Kannst du einen Tuck nachrücken? Was schießt du denn immer dahin? Ich will, dass der hier läuft. Der muss weg. Was ist daran so schwer zu verstehen? So, Kanonen sind da schon mal bereit. Field. Field ist noch viel zu viel gut gelaunt. Kommen wir mal ein Stück nach vorne. Ich weiß, du kommst ein bisschen aus dem Wald, aber... Halt, weiß schon. Ja, läuft. Siehste. Dann kannst du hinterherlaufen. Du gehst mal in diese Position. Jetzt habt ihr die Erlaubnis, darauf zu schießen auf Branch. So. Ihr seid motiviert? Ich bin auch motiviert. Wir laufen wieder einen Schritt vor. In der Hoffnung, dass hier keine Einheit ist. Siehste, die ist motiviert und gleich wieder weggeschickt. Ah, bist du nicht ganz richtig drin, ne? Hast nicht so Lust auf Deckung oder? Field läuft schon wieder. Oh, da sind Einheiten. Dann Charge. Oh, die haben keine Lust mehr. Scheiße. Kriegen wir die Kanone? Hier seitlich einen rein. Ich will hier die Ecken wegknuspern. Bisschen näher ran und ein bisschen näher ran. Wenn der weg ist, dann ist er weg hier. Geladen. Ich warte auf seine Salbe ab. Charge. Macht er aber irgendwie nicht. Jetzt sind keine nur mal ein Stück ran. Oh, hier hinten. Oh, ist abgehauen. So schön, hab ich gar nicht mitgekriegt. Kanone noch ein bisschen vor hier. Die laufen einfach nicht. Ja, das ist, das wird nichts. Das ist einfach. Pattsituation hier, das ist... Oh, der läuft. Kannst du gleich auf den nächsten.
Ja, komm. Hat schon 250 Mann verloren. Colonel Albion Paddy wurde verwundet. Ah ja, Schweinebacken, ey. Dann geht der in den Nahkampf, wenn die dann nicht wollen. Wir gehen irgendwie in den Nahkampf, warum nicht? Die einen Geländevorteil haben oder weil Weihnachten ist, geht doch mal in den verfickten Nahkampf, ey. Na, das war's schon. So. Jetzt laufen die und er geht immer noch nicht in den Nahkampf. Ey, ich breche ins Essen. Oh, jetzt habe ich auf die falschen geklickt, ist mir jetzt egal. Macht er auch nicht. Warum hören die nicht, gehen nicht in den Nahkampf? Sind die Mauern zu hoch? Ist der Wall zu dick? Wo ist euer Problem? Ab in den Wald. Aber es reicht nicht mehr von der Zeit. Ah, das ist Kacke, ist das. Na, komm in den Wald da. Oh, mach dich mal auf die und nicht, dass du gleich von der anderen Seite einen kriegst. Oh, Kanonen ziehen wir mal auch näher ran. Muss doch umzingelt sein, verdammte Scheiße, da endlich. So. Jetzt haben wir hier den Wald quasi. Ach, fuck, ey. Greifen Sie Jax noch einmal an. Ach so. Gut, aber das machen wir erst nächste Folge. Ich muss von den ganzen Fluchen... Ach, ich mache mir noch einen Kaffee. Gut. Auch wenn es nicht so glorreich lief. Wobei ich auch, wenn ich den Film noch in Erinnerung habe, God and Generals, war es auch so, dass die Blauröcke, glaube ich, den Stormwind ein bisschen überschätzt haben. Unterschätzt haben. Aber na gut. Ich habe ihn jetzt nicht unterschätzen können, weil wir haben dementsprechend wenig Einheiten gehabt, ne? Gerade hier im ersten Fall mit 5 Brigaden und wir durften noch nicht mal aussuchen, welche Brigaden. Da hätten wir vielleicht auch keine Kanonen gebraucht, sondern einfach nur Infanterie. Einfach nur 5 Brigaden Infanterie. Das hätte vielleicht geklappt. Na gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Ach ja, wenn ihr irgendwelche Waffen habt, schickt sie meinen Leuten. Die können jede Waffe gebrauchen. Ich habe noch 7000 Mann, wie gesagt. Die brauchen nur Waffen. Also, ciao.